Ja, herzlich willkommen zu meiner kleinen AVR Studio 5 Einführung. Wir wollen einen Mikrocontroller programmieren und zwar basierend auf einem Arduino. Wir wollen bewirken, dass diese LED hier blinkt und dazu erstellen wir jetzt ein neues Projekt. Dazu gehen wir auf Datei, neu Projekt. Wir wollen das Ganze in C programmieren und geben unserem Projekt noch einen Namen. Bestätigen das Ganze mit OK und wählen unseren Mikrocontroller-Typen. Ja, und dann öffnet sich gleich die Datei mit der Main-Funktion und einer Weilschleife und wir können direkt loslegen, hier Code zu schreiben. Wenn wir wollen, dass unser Ausgang die LED ansteuert, dann müssen wir nochmal in den Schaltplan schauen. Wo ist die LED angeschlossen? Am Port B5. Wir müssen jetzt im AVR Studio dementsprechend diesen Ausgang als Ausgang definieren. Und schieben dazu 1 auf das Port B5. Hier können wir loslegen und unser Programm zum Blinken dieser LED zu schreiben. Das können wir jetzt machen, indem wir einfach das Port B ansprechen und auf True setzen. Und dann brauchen wir das Ganze nochmal, um das Port wieder auf False zu setzen. Dazwischen fügen wir ein Delay ein. Millisekunden 500. Und nach dem Rücksetzen auch nochmal 500 Millisekunden. So, das wäre jetzt das Blinken der LED. Jedoch für die Delay-Funktion müssen wir noch die util-delay.h einfügen. Und vorher definieren wir noch den CPU-Takt. Ich habe hier 16 MHz zur Verfügung. Und sign it long. Okay, das war schon. Mit F7 können wir das Programm dann kompilieren. Es war erfolgreich, das Programm zu kompilieren. Nur hier bekommen wir eine Warnung, dass das Ganze hier so nicht funktioniert, weil die Compiler Optimization disabled ist. Wir gehen hier einfach auf Release und dann ist die Compiler Optimization aktiviert und die Warnung verschwindet. Dann funktioniert das Ganze auch. Zum Übertragen auf dem Mikrocontroller wechsle ich in mein Programm Extreme Burner und öffne die Hex-Datei. Und schreibe es mit Write All auf meinem Mikrocontroller.
So, wie wir sehen im Video, blinkt die LED nun. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick geben ins WinAVR Studio, wie ihr das erste Projekt erstellt. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren.